in jedem Interview von jedem Journalist, jedes Mal hat immer gefragt, ist diese Karte gut genug? Ist es ein Angriff auf mich? Ja, aber wichtiger, ist es ein Angriff auf euch. Ich hatte das Gefühl, mit aller die Mannschaft der von der Bundesliga, dass sie denken, sie glauben, dass sie alle haben eine Chance für diese Saison. Okay, in den Zeitungen alles. Und sie denken, dass vielleicht dieses Jahr ist sein Jahr. But for me, guys, this is about us. Okay? This is about us. Look. Start winning, they start hating. That's just how it is. We ain't stopping now. Nah. This is a competition. Mission and high ambitions. They ain't messing with the visions. They must not be seeing the vision. Wir sind Tennis Salzburg und bei uns kommt Salzburg immer zuerst. Jetzt ist es fix. Serienmeister Red Bull Salzburg hat einen neuen Trainer. Er heißt Jesse Marsch. Bitte. Hallo. Hallo. Ja. Herzlich willkommen zum Trainingsstart des FC Red Bull Salzburg. Das Interesse. Ja, es ist nicht so einfach. Ja, viele gute Spieler sind weg, aber wir haben eine sehr gute Karte. Wir müssen sehr gut arbeiten mit einer jungen Mannschaft. Wir haben 13 Wochen für Champions League. Ja, es steht eine sehr spannende und herausfordernde Saison vor der Tür. Wir sind das erste Mal in der Vereinsgeschichte direkt für die Champions League qualifiziert. Spannend wird es, denke ich, auch, weil die Mannschaft einen Umbruch hinter sich hat. Und deswegen ist es schon ein ziemlich großes Brett, was da auf Salzburg wartet. Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt hernimmt, wer den Club aller verlassen hat, dann sind es die prägenden Gesichter gewesen, die zusammen haben fast 50% der 128 Tore erzielt. Ich kann es nicht ganz verstehen, dass man nur auf die Jugend baut. Ich glaube, dass wir heuer in der Champions League eine gute Figur machen werden, aber trotzdem auch Gruppenletzter werden. Schwierig für die Fans. Das Thema Champions League ist 11-mal gescheitert. Ich bin einer, der es oft genug probiert hat. Ich habe es als Spieler nie geschafft. Man versteht es wirklich nicht, weil wieso, wie haben wir das nicht geschafft? Ich sage zum Beispiel für mich persönlich, so dieses Spiel gegen Rotstern war, ich glaube, ich werde nie verstehen, was war los dort. Weil wir waren einfach sehr, sehr gut. Wir haben wirklich super gespielt. Und trotzdem haben wir uns nicht qualifiziert. Wir waren nach meiner Meinung ganz klar die bessere Mannschaft und trotzdem nicht geschafft. Letztendlich hat es sich so entwickelt, dass es aus dem Traum eigentlich ein Trauma geworden ist. Wir haben uns öfter gedacht, das kann nicht sein. In der Verlängerung ausgeschieden, Tore bekommen innerhalb von 2 Minuten, obwohl wir viel die bessere Mannschaft waren und es uns verdient hätten, weiterzukommen. Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Es tut mir leid, dass wir schon wieder nicht die Champions League gebockt haben. Das probieren wir jetzt schon seit 7 Jahren, das gelingt einfach nicht. Ja, Malmö war Wahnsinn eigentlich. 15 Minuten nachdem die Partie begonnen hat, hat man gewusst, es wird ein Fiasko. Es war sehr hart, ja. Es war sehr hart. Da stürzt er die ganze Haut auf. 2016 ist Salzburg so knapp dran wie noch nie zuvor. Nach einem 1:1 auswärts in Zagreb führt der Meister gegen Dinamo mit 1:0 bis zur 87. Minute. Sogar die Möglichkeit zum Schuss und er trifft und jetzt ist alles aus für die Salzburg. Trotz Unterstützung unserer Fans hat es nicht wollen sein. I feel like Marine, Andre, Killian und diese zwei ab. Aber vielleicht sie sind mit der. Sie ist ein bisschen kompliziert morgen, aber. Das auf Deutsch mein Kampf ist immer fucking full. Ich brauche Hilfe. Vielleicht jeden Tag direkt vor Training ein kurzer Gespräch. Okay, und dann ich kann reden alle unter Tag. Ich denke, unser Start ist top.
Ja, die Sprache, alle, ich schätze, alle, die helfen hier. Ja, es ist, wir haben eine gute Sache. Sie machen irgendetwas, aber nicht das, was wir geplant haben. Geplant war ein Flachmann, geplant ja. War ein Ball nur bei Raumdeckung. Aber sie, hier ist eigentlich alle Mann gegen Mann. Okay. Und deshalb ist das eigentlich Zwei-Hände-Variante für diese, weil alle Mann gegen Mann aber sind. Aber es ist auch ein Body-Position. Positionierung, ja. Sie sind, der Ball ist da und Sie sind hier. Von da. Nicht hier. Nicht, ja. Muss offen sein und bereit für einen Block oder und schauen die Gegner und dann Sie schauen drop it zusammen. Ja, er ist ein absoluter Teamplayer und das zeichnet den Jesse zu 100% aus, dass er wirklich ein sehr gutes Gefühl für die Mannschaft hat, aber auch fürs Trainerteam und da für jeden da ist. Wir hatten Umzug ja viel mal. Neue Situation, ein neues Leben und es bringt uns zusammen jedes Mal. Ja? Ja. Oh. So, ich bin ein Vater und ich habe viel gelernt von einem Vater sein. Ja? Und so, unsere Spieler sind nicht meine Kinder, aber es ist wichtig, dass in jeder Situation du hast ein calm und gute Art und Weise mit Kommunikation, mit Reaktion, und besonders in die schwierigsten Momente. Gib mir einen Hug. Bye, Dad. Thanks. Ich denke, das ist ein großer Teil von meiner Arbeit für dieses Jahr, zu helfen, all diese jungen Spieler und diese Mannschaft ja, zusammenzukommen. Das Wichtigste ist in meinen Augen, die sind alle super drauf. Die sind meine Kinder alle. Es ist keine Schande gegen uns verlieren. Keine Schande. Warte, warte, wir haben vor dem Brasilianer. Training. Ja! Gut, alle da? Ja, von mir ist ein großes Kompliment für Training gestern. Ja, es war viel Spaß. Ja, es war sehr, sehr gut. Und ich denke, unser erster 8 Tage zusammen oder 9 war sehr, sehr gut. Okay, so die Mentalität für Training jeden Tag ist top hier. Ist top. Und wir müssen weiter so. Es ist so wichtig für uns. Okay. Erst Frankie hat Standards hier, so. Es ist wichtig auch für die neuen Spieler, dass sie Bescheid wissen. Wir haben doch etwas verändert im Gegensatz zum Vorjahr. Wir spielen nicht mehr Manndeckung, sondern Raumdeckung. Und das ist schon eine große Veränderung. Das ist auch wichtig. Immer schauen, Gegenspieler, Raum. Wir müssen da ein bisschen achtsam sein. Schaut zum Fucky. Das war dann zu sehr. Du musst dort irgendwann wieder in die Position kommen, weil es könnte sein, dass hier ein Spieler hinten durchläuft. Stop. Alles auf Kamera, Mann. Ich hab's ja gesagt, dann bringen wir so Rocky Balboa, nicht sehen, das der Film. Schwimmer. Ariel, die Meerjungfrau. Finde Loco, ich finde Nemo, finde Loco. Finde Loco! Ich weiß, dass man in 2 Jahren, in 1 Jahr über das Spieler reden, was jetzt noch keiner kennt, wo sie wieder sagen, ja Wahnsinn. Es war beim Sadio Mané so, der was jetzt die Champions League gewonnen hat, beim Naby Keita, beim Upamecano. Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, warum er einen 23-Jährigen von Wacker Innsbruck holt. Ich muss irgendwas immer lachen, wenn ich an das zurückdenke, weil das ist. Ja, wenn ich mir denke, dass ich vor 2 Jahren noch nach Innsbruck, also zu Horn gewechselt bin in die 2. Liga und dann noch in Innsbruck auch noch 1 Jahr in der 2. Liga gespielt habe. Und jetzt 2 Jahre später einfach, wenn alles nach Plan läuft und alles gut läuft, vielleicht in der Champions League auflaufen darf, dann ja, hätte ich mir das wirklich vor 2 Jahren nicht einmal träumen können. Hemd ist ein Medium, genau. Der Anzug war 48.
Oh mein Gott, so viele. Oh. Hier, wir haben ein gutes Team-Spirit und die Stimmung in der Mannschaft ist immer gut und positiv. Was hast du gelernt? Wir sind Salzburg. Ich wollte was anderes machen. Nicht das. Was Angenehmeres, Lockeres. Was ohne Gehen ist. Komm, Maschine, Maschine. Weiter, weiter. Komm. Jungs, habt ihr Angst gehabt? Never. Oh, Gangster. Was würdet ihr jetzt sorgen? Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, ja, was würdet ihr sorgen? Ohne diese gute Atmosphäre in der Mannschaft ist schwer. Wir verstehen uns super gut. Trotzdem ist es für mich fast ausgeschlossen, dass man die Qualität, die man Ende der letzten Saison gehabt hat, dass man die erreichen kann. Es war extrem schmerzhaft. Also sehr. Ich hab zuerst gedacht, mein Fuß ist weg. Ein Außenband gerissen. Ja. Das Innenband ist gezerrt. Und eine schwere Knochenprellung. Wir wünschen uns für die Saison alles Gute, vor allem eine verletzungsfreie Saison. Und ja. Sowas ist für einen jungen Spieler, der jetzt auch noch nicht so lange beim Verein ist, schwierig, wenn du einen langen Zeitraum versäumst. Aber gehen wir vielleicht noch mal das Angebot durch. Ich habe im Obermaß geschrieben. Der erste Spiel gegen Rapid. Puff.